Die Waffen-SS war die Eliteeinheit der deutschen Armee während des Zweiten Weltkriegs. Die SS-Streitkräfte, die für die Durchführung äußerst gewagter Operationen bekannt sind, waren vom Einmarsch in Polen bis zum Fall Berlins an die Rote Armee präsent. Sie wurden als Kriegsverbrecher abgestempelt und nach Kriegsende zu einem bitteren Schicksal verurteilt. Heute werden wir sehen, was mit diesen Männern nach dem Untergang des Dritten Reiches geschah. Nach der Niederlage in der Normandie und der sowjetischen Offensive von 1944 versuchte die SS, die Niederlage hinauszuzögern, indem sie bis zum Ende kämpfte, wie bitter es auch sein mochte. Die SS kämpfte fanatisch in der Überzeugung, echte Supersoldaten zu sein und starb zu Tausenden, ohne um Gnade zu bitten. Die durchschnittliche Lebenszeit eines SS-Waffensoldaten an der Front betrug 2 Monate. Nach dem Sieg über die Alliierten bei Arnheim sollte ihr letzter großer Einsatz in der letzten Offensive des Reiches, der Ardennenoffensive, stattfinden. In dieser Schlacht zeichneten sich die Sonderkommandos von Otto Skorzeny, die im Rücken der amerikanischen Armee agierten und ein gewaltiges Chaos anrichteten. Und die Kampfgruppe Piper, die weiter als alle anderen an der amerikanischen Front vorrückte, aus. 1945 kämpften die meisten deutschen Einheiten nicht nur darum, den Sowjets noch ein wenig länger Paroli zu bieten, sondern auch ums nackte Überleben. Mitte März 1945 formierten die deutschen Elemente mehrerer SS-Einheiten zu einer Kampfgruppe, um das ungarische Dorf Sored gegen einen sowjetischen Angriff zu verteidigen. Hans Geißendorf, Offizier des Sturmgeschützbataillons der 3. SS-Panzer-Totenkopf-Division, wurde Zeuge des aussichtslosen Kampfes seiner SS-Soldaten. Da ihnen die Munition für ihre verschiedenen Waffen ausging, griffen die SS-Soldaten zu Messern und Grabenwerkzeugen, um sich zu verteidigen. Die sowjetischen Streitkräfte boten den Deutschen die Möglichkeit zur Kapitulation. Als die Deutschen das Angebot ablehnten, griffen die Russen mit aller Macht an. Wellen von kommunistischen Soldaten rückten vor, unterstützt von sowjetischen schweren Panzern. Ein neu aufgestelltes Bataillon der Division Nordland, die sich später der Division Viking angeschlossen hatte, begleitete das Sturmgeschützbataillon. Als die Sowjets die deutschen Einheiten im nahegelegenen Dorf Stuhlweißenburg einkesselten, begann die Moral der Viking-Division zu schwinden. Oberführer Karl Ulrich beschloss, seine Division vor der Vernichtung zu bewahren. Er befahl seinen Truppen, am 22. März aus der Umzingelung auszubrechen. Dies widersprach Hitlers Politik, wonach die deutschen Streitkräfte nicht nachgeben sollten. Eine andere deutsche SS-Division, die 9. SS-Panzerdivision SS Hohenstaufen, kämpfte darum, einen Fluchtkorridor für die Viking-Truppen offen zu halten. Hitler war wütend über den Rückzug der Wehrmachts- und SS-Einheiten. 5 Tage später ordnete er an, dass die Männer der Hohenstaufen-Division die Armbinden, die ihre Zugehörigkeit zu einer Elite-Division kennzeichneten, abnehmen sollten. Die Totenglocke von Nazi-Deutschland läutet in Berlin. Gefangen zwischen den von Osten und Westen vorrückenden alliierten Armeen wurden viele Einheiten der SS-Waffen nach Berlin beordert, um an der letzten Schlacht teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt waren praktisch alle deutschen Einheiten nur noch ein Schatten ihrer selbst, dezimiert an Männern und knapp an Waffen, Ausrüstung und Treibstoff. Die Divisionen wurden auf Bataillonsstärke reduziert. Trotz allem kämpfte die SS weiter. Der Zusammenhalt zwischen den Soldaten, der durch den jahrelangen Kampf Seite an Seite geschmiedet wurde, hielt sie aufrecht. Das gilt sowohl für die einheimischen Deutschen als auch für die ausländischen SS-Soldaten. Sie waren entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen, vor allem, weil sie nirgendwo anders hin konnten. Eine Rückkehr in die Heimat kam nicht in Frage und eine Gefangennahme durch die Sowjets bedeutete fast den sicheren Tod. Selbst in den letzten verzweifelten Tagen kam es nicht in Frage, unsere Waffen abzugeben, sagte ein SS-Soldat. Einige der Waffen-SS-Männer glaubten noch an die Möglichkeit eines Sieges, selbst als der Krieg nur noch Wochen entfernt war, und vertrauten auf das Versprechen innovativer Waffen. Wir wussten, dass sich wichtige Dinge ereigneten, dass erstaunliche Waffen bald zum Einsatz kommen würden und dass sich der Krieg dadurch völlig verändern würde, sagte Erik Wallin, ein Schwede in der Division Nordland. Wir waren uns bewusst, dass noch bessere Dinge kommen würden. Die auf Berlin vorrückenden Truppen der Roten Armee fanden eine einzigartige Möglichkeit, Hitlers Geburtstag am 20. April 1945 zu begehen. Aus diesem Anlass beschossen sie das Zentrum von Berlin mit ihrer Fernkampfartillerie. 2 Tage später brach Hitler in einem seiner letzten Wutausbrüche aus, als die 11. SS-Panzerarmee, die in den letzten Kriegswochen von Himmler aufgestellt worden war,
einen Angriffsbefehl nicht ausführte. Es wird angenommen, dass Hitlers Wutausbruch darauf zurückzuführen war, dass die Waffen-SS, von der er glaubte, dass sie ihn noch nie im Stich gelassen hatte, endlich ins Wanken geraten war. Es befanden sich jedoch noch einige Waffen-SS-Einheiten in der Stadt, darunter die Reste der Divisionen Nordland und Charlemagne. Sie waren entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt begann sich die SS 1945 aufzulösen. Einzelne SS-Offiziere hofften, die Spannungen zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion zu nutzen, um Verhandlungen über einen Separatfrieden mit den westlichen Alliierten aufzunehmen, der es dem nationalsozialistischen Staat ermöglichen würde, zu überleben und den Kampf gegen die Sowjetunion fortzusetzen. Zu diesen Offizieren gehörten Obergruppenführer Karl Wolff, der ranghöchste SS-Führer für das von Deutschland besetzte Italien, General Ernst Kaltenbrunner, Heydrichs Nachfolger als Leiter des Reichshauptquartiers, Walter Schellenberg, Leiter der Abteilung 6 des Sicherheitsdienstes und sogar Himmler selbst, der bereits äußerst besorgt wirkte. Als die SS-Männer die Kapitulation in Erwägung zogen, befanden sie sich in einer schwierigen Situation. Sie hatten weder die nötige Macht noch eine klare Vorstellung davon, wie das Leben nach der Nazi-Herrschaft aussehen würde. Um die totale Kapitulation zu akzeptieren, selbst angesichts der nachdrücklichen Forderungen der Westalliierten. Hingabe und Schicksal. Karl Wolff gelang es, die deutschen Militärbehörden in Norditalien dazu zu bewegen, sich am 2. Mai 1945, 5 Tage vor Kriegsende, den Anglo-Amerikanern zu ergeben. Ende April unterbreitete Himmler selbst über einen Mittelsmann, General Dwight Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der britischen und amerikanischen Streitkräfte in Europa, ein Angebot zur bedingungslosen Kapitulation. Hitler erfuhr von diesem Angebot am 29. April 1945 über den Rundfunk. In einer seiner letzten Amtshandlungen ordnete der deutsche Führer an, Himmler aus allen seinen Ämtern und Positionen zu entfernen. Am 6. Mai 1945 wurde Himmler von Hitlers Nachfolger, dem Reichspräsidenten und Admiral Karl Dönitz, trotz seines Versprechens an alle SS-Männer die volle Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen, plante der ehemalige SS-Chef unterzutauchen, wobei er die Uniform der geheimen Feldpolizei trug und Dokumente im Namen von Heinrich Hitzinger mit sich führte. Am 20. Mai nahmen sowjetische Truppen Hitzinger gefangen und übergaben ihn an die Briten, denen Himmler seine wahre Identität gestand. Als seine Entführer eine Leibesvisitation durchführten, zerkaute Himmler eine Zyankali-Kapsel, um sich aus dem Weg zu gehen. Nach dem Untergang des Dritten Reiches und dem Tod des Reichsführers Heinrich Himmler wurden die SS-Soldaten mit ihrem brutalen Schicksal konfrontiert. In der Ungewissheit einer von Niederlagen geprägten Zukunft wurden diese Elitekrieger von den Alliierten gejagt. Die Waffen-SS-Soldaten waren auf dem Heimweg. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bahngleise fast vollständig zerstört. Die Straßen waren kaum noch asphaltiert und die Flüsse mussten durchschwommen werden, weil die Brücken zerbombt worden waren. Da es nur noch wenige Bauernwägen gab, kehrten viele deutsche Soldaten aus Belgien, Frankreich, Italien, Holland mit der einzigen Hoffnung zurück, dass ihre Familien auf dem Lande noch lebten, da die Städte durch die Bombenangriffe der Alliierten verwüstet waren. Viele wurden ohne Vorwarnung erschossen. Die SS hatte den Ruf, keine Gefangenen zu machen und von der Kapitulation abzuraten. In der Endphase des Krieges versuchten zahlreiche SS-Divisionen, sich den westlichen Alliierten zu ergeben, die eher bereit waren, sich als Gefangene zu nehmen und im Allgemeinen auf eine Hinrichtung nach der Bearbeitung zu verzichten. Die Alliierten, sowohl die Amerikaner als auch die Briten, waren jedoch dafür bekannt, dass sie deutsche Soldaten, die versuchten, sich zu ergeben, manchmal töteten, unabhängig davon, ob sie der SS angehörten oder nicht. Sie versuchten nicht einmal, sich den Polen, Franzosen und, seltsamerweise, Kanadiern zu ergeben. Es wurde festgestellt, dass die Kanadier nur auf ausdrücklichen Befehl SS-Gefangene nahmen. Und es scheint, dass solche Befehle wiederholt weitergegeben werden mussten. Die Normandie hatte die Kanadier sehr rücksichtslos gegenüber der SS gemacht. Stattdessen richteten die Sowjets diejenigen, die versuchten, sich zu ergeben, oft kurzerhand hin. Und wenn sie sich erfolgreich ergaben, waren ihre Überlebenschancen im Allgemeinen gering, wie bei jedem Soldaten oder Zivilisten, der von den Russen gefangen genommen wurde. Nach der Gefangennahme durch die Westalliierten wurden einige dieser Divisionen in ihr Heimatland zurückgeschickt oder den Russen übergeben, vor allem wenn sie lange an der Ostfront gedient hatten. Je nach Herkunftsland drohte einigen die Hinrichtung, während andere als Helden im Kampf gegen den Kommunismus begrüßt oder einfach ignoriert wurden. Denjenigen, die sich den Russen ergaben,
drohte oft die Hinrichtung oder Zwangsarbeit und es gab Fälle, in denen die Sowjets ganze Divisionen der SS-Bataillone, die sich ergaben, ermordeten. In einigen Fällen lag die Zahl der Überlebenden dieser Divisionen nach der Kapitulation im einstelligen Bereich. Die meisten dieser Männer trugen die SS-Bluttätowierung und die Alliierten waren sich dessen bewusst. Im Grunde war es nur eine Tätowierung ihrer Blutgruppe. Die Amerikaner ließen alle deutschen Kriegsgefangenen in einer geraden Linie marschieren, ohne Hemd und mit erhobenen Armen. Wenn eine Blutgruppentätowierung sichtbar war, wurden sie getrennt. Einige SS-Angehörige gingen sogar so weit, dass sie sich die Haut aufschnitten und Make-up verwendeten, um die Tätowierung zu verdecken. Die Amerikaner erhielten Flugblätter darüber, wie deutsche Kriegsgefangene diese Tätowierungen zu verbergen versuchten. Wenn sie gefangen genommen wurden, wurden sie identifiziert und verhört. Wenn es sich um einen niedrigeren Rang handelte, der 1943 eintrat, wurde er in ein Kriegsgefangenenlager gebracht und dann entlassen. Die SS begann 1943 mit der Einberufung von Soldaten, sodass einige Männer wirklich keine Wahl hatten und mit Renten entschädigt wurden. Handelte es sich um einen hochrangigen SS-Offizier, wurde er verhört und entweder in ein Kriegsgefangenenlager gebracht oder hingerichtet. Wenn sie gefangen genommen wurden, wurde ihnen der Dienstgrad aberkannt, da sie keine Soldaten mehr waren, sondern Kriegsgefangene. US-Soldaten mit niedrigem Dienstgrad hatten wenig Hoffnung, lebend herauszukommen, vor allem wenn ihre Papiere vernichtet wurden. Da die Dienststellen der Schutzstaffel ab 1944 viele Beweise vernichtet haben, die gegen sie verwendet werden konnten, darunter auch Dokumente, aus denen hervorgeht, wer der SS angehörte und in welchem Jahr er ihr beitrat. Trotz ihrer Verbrechen würde die SS von den westlichen Alliierten fair behandelt werden. Das war es, was sie anstrebten, als alle Hoffnung verloren war. Die Sowjets verfügten jedoch nicht über ein faires Rechtssystem wie die westlichen Alliierten. Tatsächlich wurden viele SS- und Wehrmachtsangehörige in sowjetischen Gewahrsam genommen und haben nie wieder etwas von sich hören lassen. Bis zum heutigen Tag gibt es SS-Angehörige, die vermisst werden. Sie sind einfach verschwunden. Die Sowjets sperrten sie in Gulags ein und dann konnten sie entweder freigelassen werden oder für immer dort bleiben. Prozesse und Nachkriegszeit. Nach dem Tod von Himmler und Heydrich wählten die siegreichen Alliierten Ernst Kaltenbrunner, Heydrichs Nachfolger, als Leiter der Reichsleitung aus. Um die SS und alle ihre Verbrechen beim Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg zu vertreten, der im November 1945 begann. Auch die SS und die Gestapo wurden von der Staatsanwaltschaft gemeinsam als verbrecherische Organisationen angeklagt und verurteilt. Die Leiter der drei wichtigsten SS-Organisationen, der KZ, Verwaltung, der Einsatzgruppen und von Himmlers Reichskommissariat zur Pflege des deutschen Rassenwesens, wurden in drei weiteren Prozessen in Nürnberg unter der Schirmherrschaft des Internationalen Militärgerichtshofs verurteilt. Jede der alliierten Siegermächte und jede der nach der Befreiung von der deutschen Besatzung neu gebildeten Regierungen stellte hunderte von SS-Offizieren der mittleren und unteren Ebenen vor Gericht. Obwohl SS-Angehörige auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Bundesrepublik Deutschland und anderswo vor Gericht standen, wurde die große Mehrheit der SS- und Polizeiangehörigen bis heute nicht für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Nach der Hinrichtung Kaltenbrunners am 16. Oktober 1946 war das Schicksal der höheren SS-Offiziere gemischt. Einige wurden vor Gericht gestellt und hingerichtet, wie zum Beispiel Obersturmführer Fritz Knöchlein. Andere wurden gefangen genommen, starben aber vor dem Prozess eines natürlichen Todes, wie zum Beispiel Oberführer Oskar Dierlewanger. Mehrere andere wurden wegen Kriegsverbrechen angeklagt und verbrachten einige Zeit im Gefängnis, wie zum Beispiel Brigadeführer Kurt Meyer. Neben dem Vier-Nationen-Prozess der Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg führten die Besatzungsmächte, darunter auch die Vereinigten Staaten, in ihren jeweiligen Gebieten auch einzelne Militärtribunale durch. In Dachau fanden von November 1945 bis Dezember 1947 Prozesse unter dem Vorsitz der US-Armee statt. Unter den Angeklagten befand sich ein breites Spektrum von Personen, von hochrangigen Angehörigen der deutschen Armee über NS-Funktionäre und KZ-Personal bis hin zu Zivilisten. Ihnen wurden Kriegsverbrechen gegen alliierte Kriegsgefangene und Verbrechen gegen Zivilisten und alliierte Kriegsgefangene in Konzentrationslagern, darunter Dachau, zur Last gelegt.
Ein Teil der Dachau-Prozesse, der Prozess zum Massaker von Malmedy, fand über 2 Monate von Mai bis Juli 1946 statt und konzentrierte sich auf die Verbrechen der Waffen-SS an amerikanischen Kriegsgefangenen und belgischen Zivilisten. Das Massaker von Malmedy war eine dokumentierte und öffentlich bekannt gemachte Ermordung unbewaffneter amerikanischer Kriegsgefangener durch die erste SS während der Ardennenoffensive. Am 17. Dezember 1944 nahmen Teile des 1. SS-Panzerregimes unter dem Kommando von Joachim Peiper 113 amerikanische Soldaten gefangen, trieben sie in einem Lager zusammen und erschossen sie mit Maschinengewehren. Einige überlebten, indem sie sich unter ihren Kameraden begruben oder sich totstellten, aber 84 amerikanische Kriegsgefangene wurden getötet. Im Prozess 1946 wurden 74 SS-Angehörige, darunter Joachim Peiper und Josef Sepp Dietrich, wegen Verbrechen angeklagt. Diese Männer wurden nach ihrer Niederlage an verschiedenen Orten inhaftiert. Nachdem sie als Angehörige von Einheiten identifiziert worden waren, die für Kriegsverbrechen verantwortlich waren, wurden sie in Schwäbisch Hall von amerikanischen Soldaten verhört, die mehrere Sprachen sprachen und der Verfolgung durch die Nazis entkommen waren. Zunächst wurden die Gefangenen gemeinsam festgehalten und hatten die Möglichkeit, sich abzusprechen und ihre Verteidigung zu planen. Die 7 Überlebenden von Malmedy sagten in dem Prozess aus, der am 16. Mai begann. Auch belgische Zivilisten, die Zeugen der Ermordung unbewaffneter Zivilisten waren, sagten aus. Mitglieder der SS sagten unter Eid aus. Ein Großteil der Aussagen wurde durch fast 100 vor Gericht vorgelegte Zeugenaussagen gestützt, darunter Geständnisse und Aussagen einiger Angeklagter, die ihre Mitangeklagten belasteten. Die Angeklagten in Uniform trugen nummerierte Ausweise um den Hals. Nur einige wenige erhielten die Gelegenheit auszusagen. Die Staatsanwaltschaft behauptete, die Ermordung amerikanischer Kriegsgefangener und anderer Personen durch Peiper und seine Männer sei vorsätzlich erfolgt und das Ergebnis einer von Hitler befohlenen rücksichtslosen Kampagne, die Angst und Schrecken verbreiten sollte. Die Verteidigung argumentierte, die Morde seien mitten im Kampf geschehen. Nach Abschluss der Prozesse wurde am 16. Juli 1946 das Urteil gegen alle Angeklagten gefällt. In Dachau verurteilt ein US-Militärgericht 46 Mitglieder der Waffen-SS, darunter Joachim Peiper, wegen Verbrechen an alliierten Kriegsgefangenen zum Tod durch den Strang. 23 weitere erhielten lebenslängliche Haftstrafen. Die übrigen wurden zu 10 bis 20 Jahren verurteilt. Was in den folgenden Monaten und Jahren geschah, ist zum Gegenstand von Interesse und Untersuchungen geworden. Die Verfahren vor dem Prozess und die Verhöre wurden in der Öffentlichkeit stark beachtet, waren umstritten und wurden zum Politikum. Die verurteilten SS-Männer behaupteten, dass die amerikanischen Vernehmungsbeamten illegale Methoden, einschließlich Folter, angewandt hätten und dass alle Aussagen erzwungen worden seien. Im Jahr 1948 wurden einige Todesurteile in lebenslange Haft umgewandelt, Joachim Peiper und andere jedoch nicht. 1951 wurden viele freigelassen und die wenigen verbleibenden Todesurteile, darunter auch das von Peiper, wurden geändert. 1956 wurden Peiper und andere aus dem Landsberger Gefängnis entlassen. Jahre nach dem Konflikt organisierten ehemalige SS-Offiziere die HIAC, einen Verein zur gegenseitigen Hilfe ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS. Sie war eine 1951 in Westdeutschland gegründete Lobby- und Veteranenorganisation, deren Hauptziel die rechtliche Rehabilitierung der Waffen-SS war. 1951 gründete Otto Kumm, ein ehemaliger SS-Brigadeführer, die HIAC, die mehr als 20.000 Mitglieder zählte. Der hochrangige General der Waffen-SS, Paul Hauser, war Sprecher der HIAC. Bekannte ehemalige Kommandeure der Waffen-SS wie Felix Steiner und Herbert Gille wurden zu prominenten Persönlichkeiten. Sepp Dietrich und Kurt Meyer schlossen sich nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis 1955 bzw. 1954 an. Meyer wurde der wirksamste Sprecher der HIAC. Nach seinem Tod im Jahr 1961 übernahm Erich Eberhardt diese Rolle. Ab 1949 wurde das Verbot der Gründung von Veteranenverbänden aufgehoben. Im Oktober 1950 verfasste eine Gruppe ehemaliger Offiziere das Himmelrot-Memorandum, das sie Bundeskanzler Konrad Adenauer überreichten. Sie forderten die Befreiung der deutschen Waffen-SS und ein Ende der Diffamierung deutscher Soldaten, auch der Waffen-SS. Kurt Meyer, ehemaliger Kommandeur der Waffen-SS, veröffentlichte im Rahmen der Rehabilitierungskampagne sein Memoir Grenadiere als Teil der Kampagne zur Rehabilitierung der SS und zur Verherrlichung ihrer Rolle im Krieg.
Obwohl es hier gelang, die Waffen-SS zu rehabilitieren, trugen ihre Propagandabemühungen dazu bei, das Bild der Waffen-SS in der Populärkultur umzugestalten. Ihr Einfluss hält bis heute an, wobei akademische Studien von einer Fülle von historischen Amateurstudien, Erinnerungen von SS-Offizieren, Internetforen, Bildbänden, Websites und Kriegsspielen überholt werden. Hiak hatte auch einen Verlag, den Munin Verlag, der als Plattform für seine Werbezwecke diente. Professionelle Historiker haben seine Arbeit als revisionistische Apologetik bezeichnet. Bei ihrem ersten großen Treffen 1952 in Verden verurteilte Hermann Bernhard Ramke, ein ehemaliger Fallschirmjäger-General und verurteilter Kriegsverbrecher, die Westalliierten als die wahren Kriegsverbrecher und bestand darauf, dass die schwarze Liste mit allen ehemaligen SS-Angehörigen bald zu einer Ehrenliste werden würde. Joachim Peiper. Einer der wichtigsten Offiziere der 1. SS-Waffendivision war Joachim Peiper, der ein etwas kurioses und unklares Ende nahm. Peiper führte nach seiner Entlassung ein diskretes Leben und verkehrte nicht öffentlich mit ehemaligen Parteimitgliedern. Privat blieb er jedoch ein überzeugter Anhänger und Mitglied der geheimen Waffen-SS-Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Die Hilfsgemeinschaft ehemaliger Waffen-SS-Angehöriger unterstützte ihn bei der Arbeitssuche, zunächst bei Porsche in Stuttgart, wo er jedoch aufgrund von Peipers Verhalten während des Krieges entlassen wurde. Die Gemeinschaft half ihm erneut, eine Stelle als Autoverkäufer bei Volkswagen zu bekommen. Im Juni 1964 wurde Peiper in Stuttgart wegen des Massakers von Bowes im September 1943 vor Gericht gestellt. Trotz der kollektiven Schuld der Kampfgruppe stellte das Gericht fest, dass es keine Beweise für die individuelle Verantwortung von Joachim Peiper gab oder dass er das Massaker direkt angeordnet hatte. Er wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen. Nach dem Prozess äußerte er 1967 in einem Interview seine nationalsozialistische Gesinnung und seine Unzufriedenheit mit dem heutigen Deutschland und erwähnte seinen Wunsch, nach Frankreich zu ziehen, obwohl er keine besondere Affinität zu den Franzosen hatte, weil er das Land liebte und den deutschen Materialismus verabscheute. 1972 beschlossen Joachim Peiper und seine Frau Sigurd, nach Travers in Burgund zu ziehen. Sie wählten ein kleines Haus am Rande des Dorfes. Obwohl die französischen Behörden wussten, wer Peiper war, erteilten sie ihm eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre. Während er in Frankreich lebte, arbeitete er als Übersetzer von Büchern über Militärgeschichte. Er schien ein ruhiges Leben zu führen und verließ das Haus nicht. Am 21. Juni 1976 verteilten Anti-Nazi-Aktivisten in Travers Flugblätter, in denen sie darauf hinwiesen, dass Peiper ein Kriegsverbrecher sei. Am 22. Juni bestätigt ein Artikel in L'Humanité seine Anwesenheit. Damit begann eine Kampagne, die seine Ausweisung forderte. Am 13. Juli riet Peiper seiner Frau, nach Deutschland zurückzukehren, in der Hoffnung, dass sich die Situation verbessern würde. In den frühen Morgenstunden des 14. Juli erhielt die Polizei jedoch einen Anruf über einen Brand in Peipers Haus. Als die Feuerwehrleute eintrafen, fanden sie das Haus in Flammen und eine stark verbrannte Leiche vor, die durch die große Hitze des Feuers nur noch etwa 60 cm groß war. Wiedereingliederung in das zivile Leben. Im Nachkriegsdeutschland spielten Waffen-SS-Veteranen eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, den Ruf der Waffen-SS zu rehabilitieren, die während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Kriegsverbrechen begangen hatten. Hochrangige deutsche Politiker und Waben ehemalige Angehörige der Waffen-SS und ihrer Veteranorganisation, die HIAC. Einige Veteranen dienten, umstrittenerweise, in der neuen deutschen Armee der Bundeswehr. Neben den Führern der Waffen-SS während des Krieges, wie Paul Hauser oder Kurt Meyer, die mehrere revisionistische oder unkritische Bücher über die Waffen-SS veröffentlichten. In den Nachkriegsjahren übte die HIAC einen gewissen politischen Einfluss in Westdeutschland aus und versuchte, die etablierten Parteien anzusprechen. Dies änderte sich jedoch in den 1960er Jahren, als die Veteranenorganisation, nachdem sie ihr Ziel erreicht hatte, eine rechtsextreme Politik verfolgte. Die HIAC überschätzte ihren Einfluss stark und vertrat zu keiner Zeit mehr als 8% aller Waffen-SS-Veteranen in Westdeutschland. In Deutschland wird der Einfluss der Waffen-SS-Veteranen auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft weiterhin historisch aufgearbeitet und in den letzten Jahren wurden mehrere Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Das Problem der Waffen-SS-Veteranen in der westdeutschen Gesellschaft spitzte sich zu, als das Land 1955 wieder aufrüstete und die Bundeswehr gründete. Ursprünglich sollten keine ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS aufgenommen werden.
Doch wurde dies bald geändert und ehemalige Angehörige bis zum Rang eines Obersturmbannführers zugelassen. Die öffentliche Meinung war in dieser Frage geteilt, da viele Menschen in Deutschland ebenfalls unter dem NS-Regime gelitten hatten, während viele andere freiwillig und unfreiwillig Mitglied von NS-Organisationen wie der SS gewesen waren. Der Ausschluss ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS wurde von der HIA kritisiert. Die versuchte, eine Unterscheidung zwischen der ehrenwerten Waffen-SS und der bösen allgemeinen SS zu treffen, obwohl bis zu 60.000 Männer der Waffen-SS auch in den Konzentrations- und Vernichtungslagern gedient hatten. Die Aufnahme ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS in die neue Bundeswehr sorgte für Unbehagen bei den ehemaligen alliierten Mächten Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten. Westdeutschland erhielt vom US-Außenministerium die bedingte Zustimmung zur Aufnahme ehemaliger Waffen-SS-Angehöriger in die Streitkräfte unter der Bedingung, dass die Zahl der Bewerbungen gering und das Auswahlverfahren sorgfältig sein würde. Von deutscher Seite wurde die Ablehnung ehemaliger SS-Angehöriger als politisch gefährlich angesehen, da die rund 500.000 Waffen-SS-Veteranen, eine Zahl, die später als zu hoch angesehen wurde, eine zu große Gruppe darstellte, um als potenzielle Wähler ignoriert zu werden. Kiak und die Waffen-SS-Veteranen wurden nicht nur von der konservativen westdeutschen Regierung umworben, auch Oppositionsführer Kurt Schumacher unterhielt gute Beziehungen zu der Organisation. Die Zahl der Bewerbungen ehemaliger Waffen-SS-Angehöriger für die neue Bundeswehr blieb gering. Bis September 1956 gingen 3.117 Bewerbungen ein, von denen 508 angenommen wurden, darunter 33 Offiziere. Trotz des versprochenen Auswahlverfahrens wurde zumindest ein Angehöriger der allgemeinen SS zugelassen, Major Ulrich Besch, der als Wachmann im KZ Buchenwald tätig gewesen war. Insgesamt überstieg die Zahl der ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen in der Bundeswehr nie die Zahl von 770. Im Vergleich dazu galt das gleiche Auswahlverfahren für ehemalige SS-Angehörige nicht für das Bundeskriminalamt, wo 33 der 57 hochrangigen Beamten ehemalige SS-Angehörige waren. Im Nachkriegsdeutschland haben mehrere ehemalige Mitglieder der Waffen-SS mit unterschiedlichen Ansätzen zur Aufdeckung ihrer Vergangenheit Erfolge erzielt. Günter Grass, der 1999 den Nobelpreis für Literatur erhielt, gab 2006 zu, dass er 1944 der SS beigetreten war. Der Schauspieler Hardy Krüger wurde 1945 zur Waffen-SS eingezogen und bekannte sich zu seiner Vergangenheit, indem er sich weigerte, auf US-Truppen zu schießen. Ein anderer prominenter deutscher Schauspieler, Horst Tappert, hielt seine Vergangenheit geheim und erst 5 Jahre nach seinem Tod wurde bekannt, dass er seit 1942 in der 3. SS-Panzerdivision Totenkopf gedient hatte. Der ostdeutsche Maler Bernhard Heisig, der sich 1942 freiwillig zur SS meldete, gab seine frühe Vergangenheit zu und trat nach dem Krieg der Kommunistischen Partei bei. Der Journalist und Waffen-SS-Freiwillige Franz Schönhuber arbeitete 35 Jahre lang für bayerische Zeitungen und den Bayerischen Rundfunk, bevor er wegen der Verharmlosung von NS-Verbrechen in seiner Autobiografie entlassen wurde und sich danach mit mäßigem Erfolg der rechtsextremen Politik zuwandte.